Wie magst du alle als Chef glücklich und dich dazu? Die zwei krassesten Methoden, um Konflikte zu lösen. Kennst du das als Chef? Zwei Mitarbeiter kommen nicht miteinander klar, es geht nicht voran. Zwei Abteilungen können nicht gut miteinander arbeiten, ständig kracht es irgendwo und du sollst es lösen. Hast aber keinen Plan. Zwei kaum benutzte Lösungsmethoden machen dich zum Lösungshelden. Eine Geschichte mit Aha-Effekt. Zwei Geschwister haben ein Problem. Es gibt eine Orange und beide wollen diese Orange haben. Naja gut, nach ein bisschen hin und her einigen sie sich darauf, jeder bekommt die Hälfte, ritsch, ratsch, das Ding wird durchgeschnitten und alles ist gut. Oder doch nicht? Beim genaueren Hinsehen ist es nämlich so, dass die Schwester gerne die Schale wollte, um einen Kuchen zu backen. Und der Bruder gerne das Fruchtfleisch wollte, um es zu essen. Nun haben beide die Hälfte, nämlich nur 50% bekommen. Man hätte es aber lösen können, sodass beide jeweils 100% bekommen, indem man eben geschält hätte, Schale an die Schwester, Fruchtfleisch an den Bruder. Was hilft an dieser Stelle? Natürlich nachfragen. Das Motto hier und die Lösung hier lautet: Entdecke den Wunsch hinter dem Wunsch. Fragen hilft an dieser Stelle. Lösung 1 also relativ klar, aber nicht so einfach zu machen, weil es fast niemand probiert und umsetzt. Nämlich in solchen Fällen, wo beide dasselbe wollen oder ähnliches, die Frage nach dem Wunsch hinter dem Wunsch zu stellen und so herauszufinden, was ist denn wirklich das Bedürfnis, was ist wirklich der Bedarf. Wenn durch Fragen das herausgefunden worden ist, dann ergeben sich oft ganz einfache Lösungen, manchmal sogar 100% für beide Seiten. Konflikt clever lösen, Story Nummer 2. Ein Mitarbeiter kommt ständig zu spät. Ja, die Kollegen klagen schon deswegen, weil sie müssen seine Arbeit teilweise mitmachen, Aufträge verschieben sich, das Ganze kommt zu Ärger mit Kunden und was weiß ich alles. Also keine sehr erfreuliche Angelegenheit. Du als Chef sollst das jetzt lösen. Wie packst du es an? Ein Beispiel, wie es funktionieren kann. Aufgepasst! Das Gespräch. Herr X, Sie sind diese Woche zwei, dreimal sogar zu spät gekommen. Und zwar, es war am Montag, am Mittwoch und am Donnerstag. Am Mittwoch sogar 1,5 Stunden später. Aufträge sind liegen geblieben, die Kollegen mussten die Arbeit mitmachen. Es gibt Stress in der Abteilung. Das ist eine schwierige Situation. Meine Absicht ist es, dass Sie in Zukunft pünktlich kommen und Ruhe einkehrt und die Jobs einfach wieder sauber gemacht werden können. Wie packen wir das an, Herr X? Die Pause, die jetzt eingetreten ist, ist besonders wichtig. Denn jetzt soll der Mitarbeiter eine Lösung selbst finden. Das ist der Kniff bei dieser Methode. Sie nennt sich AFP. Also mit diesem AFP-Prinzip, das heißt im übersetzten Sinne, Absicht, Frage, Pause, sorgen Sie für drei Dinge. Erstens, es findet eine klare Ansage auf respektvoller Ebene statt. Zweitens, der Mitarbeiter weiß ganz genau, was erwartet wird. Drittens, der Mitarbeiter soll die Lösung selbst finden. Ich meine, wir sind alle erwachsen, oder? Sie fragen also auch nicht nach dem Grund, wie es so häufig gemacht wird. Oh, Herr Meier, was ist los? Warum sind Sie denn diese Woche dreimal zu spät gekommen? Jau, das ist ja wie im Kindergarten. Das ist ja wie früher, wenn die Eltern gesagt haben, warum hast du dein Zimmer nicht aufgeräumt? Das ist schlichtweg respektlos und Kindergarten. So wird es nichts werden. Sie nutzen einfach das wirkungsvollste Muster, das ich kenne, um solche Probleme zu lösen. AFP. Absicht, Frage, Pause. Die Pause ist extrem wichtig, denn jetzt kommt der Mitarbeiter in Zugzwang. Er muss sich äußern, aus innerem Zwang, aus innerem Druck heraus. Sie sagen ihm auch nicht, was er tun soll, sondern Sie erwarten die Lösung von ihm, so wie es unter Erwachsenen eben sein soll. Sie respektieren ihn schlichtweg und ergreifend. Der Mitarbeiter ist auch der Einzige, der den wahren Grund kennt, warum er zu spät kommt. Ah, ganz oft wird er Ihnen den Grund überhaupt nicht verraten, denn das sind sehr oft auch sehr individuelle und intime Beweggründe, die dahinter stecken. So könnte es sein, dass er vielleicht seit geraumer Zeit Probleme hat und öfter einmal über den Tee und so. Es könnte auch sein, dass sein Auto kaputt ist. Es kann sein, dass seine Kinder krank sind oder seine Frau im Bett liegt und nicht kann.
der Partner Schwierigkeiten hat, er mit irgendwelchen Problemen zu kämpfen hat, die Sie nicht kennen und auch nicht wissen sollen. Mit AFP geben Sie ihm die Chance, eine eigene Lösung zu finden, und er weiß ganz genau, was von ihm erwartet wird. Und diese Chance zu geben, dass ein erwachsener Mensch eine eigene Lösung für ein auftretendes Problem findet, das ist tatsächlich Augenhöhe. Und deswegen steigt die Chance um das 7- bis 10-fache, dass es eine tragfähige, brauchbare und nachhaltige Lösung geben wird. Und das Schönste bei der ganzen Geschichte, du musst dir auch nicht den Kopf zermartern, was für eine Lösung biete ich ihm denn jetzt an? So nach dem Motto, das kontrollieren wir jetzt mal 14 Tage, ob das klappt. Naja, möglicherweise ist er dann ab morgen krankgeschrieben. Wenn du also deine Leute nicht wie Schuljungen und Schulmädchen behandelst, sie respektierst und mit den richtigen rhetorischen Methoden solche Themen angehst, Konflikte löst, Wünsche erfüllst und ähnliche Dinge tust, dann steigen nicht nur deine Chancen, dass die Sache reibungslos läuft, sondern du machst deine Leute happy und du selbst bleibst entspannter. Zwei krasse Methoden also, um Konflikte zu lösen. Wenn zwei dasselbe oder ähnliches wollen, dann einfach den Grund hinter dem Grund erfragen. Fragen hilft. Zweite Methode, wenn Konflikte auftreten, dass Menschen Verhaltensweisen, Handlungen verändern sollen, dann eben einfach mit der AFP-Methode kommen. Absicht, Frage, Pause. Mehr dazu im kostenfreien E-Book von mir, So ticken wir. 160 Seiten, einfach herunterladen und schlauer werden, was die Themen Psychologie und psychologische Phänomene betrifft, und damit stärker überzeugen. Den Link findest du unten im Beschreibungstext.